It's a heartache, nothing but a heartache, oh, nothing but a fool's game, nothing but a heartache. Hallo meine Lieben, ja, dieses Video habe ich gerade gefunden und das wollte ich euch nicht vorenthalten. So klang meine Stimme, als ich stimmlich erkrankt war mit meiner Dysphonie. Also wirklich, ich finde im Nachhinein, es klingt katastrophal, weil ich natürlich weiß, dass es keine gesunde Produktion ist und dass das natürlich dieser Rasp, der von dieser Dysphonie kommt. Und ja, jetzt habe ich das Video gefunden und ich wollte das jetzt extra vor diesem Video posten. Das heißt, so hat meine Stimme damals geklungen. Falls ihr selber Lust habt, auch ein tolles Übungspaket, was ihr zu Hause downloaden könnt für 13,99 €, dann schaut mal rein bei tanjalevyvocalstudio.com. Dort biete ich gerade verschiedene Pakete an mit Power Sing, mit Mischstimme Sing, Basispaket Töne treffen und ganz viele andere Sachen in meinem Online-Shop. Schaut mal rein bei tanjalevyvocalstudio.com und lass uns loslegen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr habt wahrscheinlich schon das Annen-Mai-Kantereit-Video gesehen, wo ich über die Ursachen von Heiserkeit, Raspiness, raue Stimme spreche. Und dort hatte ich ja die vier verschiedenen Basics mal so angesprochen. Knötchen, Schwellungen, anatomische Anomalien und so weiter und so fort. Und heute möchte ich mal darüber sprechen, was eigentlich mit meiner Stimme los war, denn ich selber hatte immer und habe immer noch Probleme mit meinen eigenen Stimmbändern und das natürlich als Gesangslehrerin. Das ist natürlich super unangenehm. Aber ich möchte heute mal darüber sprechen, wie das mit mir war mit meinen Knötchen oder mit meiner Dysphonie und ja. Ja, ich selber habe eine Dysphonie bekommen, als ich 13, 14 war. Und da ist mir aufgefallen, dass etwas mit meiner Stimme nicht richtig funktioniert. Ja, ich war natürlich nicht ganz so sensibel eingestimmt auf meine Stimme wie jetzt. Also jetzt verstehe ich meine Stimme natürlich auch besser und kann mich mehr sensibilisieren auf Vorgänge, die passieren. Aber ich hatte schon das Gefühl gehabt, oh, ich konnte irgendwie nicht in das hohe Register gehen. Ich hatte Probleme, ich hatte Delays bei meinen Stimmansätzen. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl gehabt, das stimmt irgendwas nicht. Und ja, natürlich, es war auch so, ich war also beim HNO. Bei einer Dame, die war jetzt keine Spezialistin, zu einer Spezialistin bin ich dann später erst gegangen. Und diese HNO-Dame hat gesagt, dass eins meiner Stimmbänder mehr geschwollen ist als das andere. Also dass da eine Asymmetrie ist, also halt eben eine Dysphonie, ein Stimmband ist größer als das andere. Ja, nachdem wir also die Nachricht bekommen haben, dass ich da eben eine Schwellung habe, haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer richtigen Logopädin. Wir haben eine Liste bekommen damals von meinem HNO-Arzt. Und haben also versucht, verschiedene kennenzulernen, abzuarbeiten. Und dort gibt es auch wieder ganz verschiedene Logopäden, die mit unterschiedlicher Methodik arbeiten oder die unterschiedliche Ansätze haben, die vielleicht auch auf Kinder spezialisiert sind oder Erwachsene und so weiter und so fort. Da muss man erst einmal gucken, dass man jemanden trifft, wo man das Gefühl hat, okay, ich kann mich auf diese Person einlassen, das macht Sinn, was diese Person da jetzt erzählt, da ist auch ein guter Draht zueinander. Das ist so ein bisschen wie, als ob man einen guten Therapeuten sucht, ne? Ja, ist ja also Stimmtherapie, ne? Was soll man dazu sagen? Nach ungefähr 3 Logopäden habe ich dann eine der richtig tolle Logopädin in Winterhude gefunden, wo ich damals gewohnt habe in Hamburg. Und bei der bin ich sehr viele Jahre geblieben, also bis ich 18, 19, 20 war. Und das Ganze verlief eben so, dass ich im Block Stimmtherapie hatte. Also ich hatte nicht 10 Jahre durch Stimmtherapie, sondern ich hatte halt eben im Block sozusagen eine Stimmtherapie. Ich muss aber jetzt auch dazu sagen, dass im ersten Block, also nachdem ich da jetzt eine bestimmte Anzahl von Stunden verschrieben bekommen habe, es wirklich besser ist, was besser war, weggegangen ist. Also ich hatte damals das Gefühl gehabt, wow, eigentlich bin ich jetzt geheilt, meine Stimmbänder schließen perfekt, ich hatte eine sehr luftige, hauchige Stimme, ich hatte keine klaren Stimmansätze. Manchmal ist mir die Stimme komplett weggebrochen. Ich konnte gar nichts von meinem Register. Ich konnte nur die tiefen Töne ansingen, aussprechen. Ich konnte also nicht hochbelten, wie ich es gerne gewollt hätte, damals in den 90ern, Millennium-Zeit. Wurde ja auch viel Divas, ich bin ja aufgewachsen mit Whitney Houston und so weiter. Und das war für mich alles überhaupt nicht mehr möglich. Ich hatte auch,
Ja, ich hatte eine schlechte Gesangstechnik gehabt. Es kam auch alles durch eine schlechte Gesangstechnik, durch Gruppenunterricht. Also auch, wie gesagt, Vorsicht mit Gruppenunterricht. Man hat einfach nicht den Genuss einer Einzelstunde. Und in einer Einzelstunde hat der Lehrer einfach genug Zeit, um wirklich fundierter zu arbeiten und auch natürlich mehr Rücksicht auf dich und deine Stimme zu nehmen, weil du brauchst ja für dich selber spezielle Übungen. Man kann nicht alle Übungen auf einen Kamm scheren, weil jeder hat natürlich ganz andere Probleme, an denen er arbeiten will. Wenn jemand jetzt zum Beispiel luftig ist und diese Luftigkeit rausbekommen will, dann muss man dementsprechend andere Übungen verwenden. Also das heißt, nicht alle Übungen funktionieren für alle. Ich hatte nicht nur Probleme auf den Stimmbändern, sondern ich hatte auch Probleme mit verspannten Muskeln und auch gerade der Kiefermuskel. Das verfolgt mich bis heute. Da habe ich ganz viel Therapien gemacht, Massagetherapien, war beim Chiropraktiker, habe versucht, dass ich da irgendwas mache, weil der Kiefer immer so angespannt war, ich den Mund nicht öffnen konnte vernünftig, ich dann dementsprechend zu viel Druck auf meinen Stimmbändern gegeben habe. Und das Ganze war im Grunde genommen ein Kreislauf, weil umso mehr Druck ich auf meine Stimmbänder gegeben habe, umso mehr sind sie natürlich heiser geworden, umso mehr hatte ich eigentlich auch Probleme durch auch die falsche Gesangstechnik, die ich mir auch erstmal wieder, die ich erstmal rausbekommen musste. Also es war schon am Ende ein Kreislauf, der echt traumatisch war. Ich erinnere mich noch, dass ich zu meiner Abschlussprüfung, wo ich natürlich singen musste, nicht mehr singen konnte. Ich bin einen Tag vorher so heiser gewesen, dass mir die Stimme weggefallen ist. Also ich konnte überhaupt nicht sprechen. Meine Stimmbänder waren so dick und so geschwollen, dass ich eigentlich überhaupt nichts rausbekommen habe. Ich weiß bis heute nicht, wie das eigentlich passieren konnte, aber ja, also sowas kann viele Gründe haben. Natürlich können es auch, es kann natürlich auch Entzündungen sein. Es kann natürlich auch sein, dass man vielleicht etwas gegessen hat, was einfach die Schwellung verursacht hat. Es gibt Allergien, also es gibt schon verschiedene Faktoren, warum das so sein kann. Und ich bin dann zu meiner Ärztin dort. Zu dem Zeitpunkt hatte ich dann schon auch eine Spezialistin am Dammtor in Hamburg, die wirklich auch mit Sängern zusammengearbeitet hat oder speziell das Sängerklientel betrieben hat. Und sie hat dann auch ganz klar mir Cortison gespritzt und die Schwellung ist dann für diesen Tag weggegangen, aber kam natürlich ja, zweimal stärker wieder. Ich hatte dann natürlich danach trotzdem die Probleme gehabt. Natürlich ist so eine Spritze nicht das Ideale, was man möchte, aber es hat jetzt für den Tag gereicht und ich musste irgendwie durch die Abschlussprüfung. Ja, es gab immer so Perioden in meinem Leben, wo meine Stimme dann doch funktioniert hat. Und es gab auch Perioden, wo meine Stimme nicht vernünftig funktioniert hat, wo ich dann nicht 5 Stunden am Stück singen konnte mit meiner Band, wo ich dann nur 1 Stunde oder 2 Stunden singen konnte und dann heiser war. Ich war auch zu dem Zeitpunkt ja natürlich nicht, war ja keine Gesanglehrerin, wusste natürlich zu dem Zeitpunkt auch nichts, Stimmhygiene und so. Das hat mich auch immer nicht so interessiert. Es waren ja hier die wilden Anfang 20er und hier 19, 20. Das ist alles nicht so interessant, wenn man jetzt gerade anfängt zu singen. Das kann ich auch durchaus verstehen. Das Wissen kommt immer so ein bisschen später. Aber ja, ich habe also gemerkt, dass ich phasenweise wirklich richtig aktiv gut war und phasenweise hat es überhaupt nicht funktioniert. Ja, schlussendlich bin ich dann ins OKE gefahren. Also dann habe ich gesagt, ich möchte mal nochmal ganz speziell reingucken lassen in die Stimmbänder und ich muss da nochmal schauen, was da eigentlich los ist. War da beim OKE. Und das war diese ganze Situation, da wurde, dort ist wie so eine, dort waren dann 3 verschiedene Leute, 3 verschiedene Spezialisten. Ich habe ein halbes Jahr gewartet auf den Termin und die haben meine Stimme analysiert. Das Ganze hat einen ganzen Tag gedauert, von morgens bis abends, musste verschiedene Sachen durchlaufen, reingeguckt in die Stimmbänder, vor der Jury, vor den Spezialisten auch was vorsingen. Und die haben mir schlussendlich gesagt, also wenn ich nicht ein halbes Jahr aussteige, dann würde ich meine Stimme komplett verlieren. Also dann ist wirklich Schicht im Schacht. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe mich dann auch zurückgenommen, habe dann nicht mehr so viel gesungen. Was man jetzt auch noch dazu sagen muss, das habe ich, glaube ich, gar nicht erwähnt jetzt am Anfang. Ich habe selber professionell Musik gemacht, hatte 2 Produzenten gehabt von Blue Monkey Music, habe Songs mit denen produziert, aufgenommen. Wir hatten 2 Alben insgesamt. Wir hatten einen Auftritt beim ZDF Fernsehgarten. Wir hatten 2 Manager. Wir hatten eine tolle Band miteinander gehabt. Wir haben selber dann einen Pre-Record-Deal bei Universal Music bekommen, bei dem wir dann nicht mehr, ja,
wo wir dann fallen gelassen worden sind, leider 2015. Aber das war eine sehr intensive und lange Zeit. Also ich habe dann nicht nur professionell Musik, nicht nur hobbymäßig, sondern auch professionell Musik gemacht. Ja, das war aber nicht alles, denn als ich nach Singapur ausgewandert bin, 2017, hatte ich hier Probleme mit einem Hyper Acid Reflux. Das war vorher so gar kein Thema gewesen. Und ich habe dann ehrlich gesagt erst dieses Jahr 2019 im August festgestellt, dass es an dem Wasser hier in Singapur liegt. Im ersten Jahr habe ich mich sehr viel und regelmäßig übergeben. Ich war mir nicht sicher, woher das Ganze kommt. Bin ich vielleicht doch schwanger von meinem Mann? Bin ich es nicht? Liegt es am Essen, was ich esse? Liegt es an dem Essen auswärts, was ich esse? Ich war mir nicht sicher, woher kommt das, dass irgendwas triggert mich so, dass ich mich die ganze Zeit immer regelmäßig übergeben musste. Und ich war mir einfach nicht im Klaren, wo das kommt. Das hat extrem lange gedauert, bis ich es herausgefunden habe. Ich bin im Februar im Krankenhaus gewesen und dort hat mir der Arzt gesagt, nach einer echt strapaziösen Nacht, wo ich mich die ganze Nacht übergeben habe, hat er mir gesagt, Frau Levy, Sie haben einen Hyper Acid Reflux. Und ich so, okay, noch nie von gehört. Können Sie es bitte mal erläutern? Und ja, ich habe dann also ich war extrem krank. Ich war mir sicher, dass ich eigentlich eine Lebensmittelvergiftung habe, weil ich war richtig ans Bett gefesselt. Es ging mir schlecht wie noch nie. Und dann habe ich eine Art Alkaline Diet gemacht. Also ich habe dann säurebasehaltig gelebt. Das heißt, ich habe also nur bestimmte Produkte zu mir genommen und es war tatsächlich besser. Es ist weggegangen, auch durch diesen Säurebasehaushalt, den ich da jetzt versucht habe zu balancieren. Und ich habe also festgestellt, ich habe also einen Hyper Acid Reflux. Ich bin mehr, mich triggern bestimmte Produkte einfach mehr. Mich triggern einfach verschiedene Sachen viel mehr, sodass ich einen Ausstoß habe, die ganze Zeit. Oder auch einen Silent Reflux, wie man das nennt. Ja, ich habe dann im August herausgefunden, woran es liegt, weil so ganz ist es nicht weggegangen. Und ich, als ich nach Deutschland gefahren bin, war dieser Säureausstoß komplett weg. Und dann habe ich festgestellt, es muss an etwas liegen, was ich täglich nehme. Und ich habe festgestellt, es ist das Wasser in Singapur. Und dann habe ich angefangen, das Wasser zu filtern. Und voilà, es war weg. Ja, und dadurch, dass ich das Wasser also eben mehr gefiltert habe, das Wasser in Singapur ist extrem processed. Es ist extrem gesäubert. Also es ist ja total entkalkt oder was auch immer die da mit dem Wasser jetzt irgendwie machen. Aber ich habe also gemerkt, durch den Filter ist es besser geworden. Trotzdem merke ich jedes Mal, wenn ich Brot esse oder wenn ich eine Pizza esse oder wenn ich Zucker esse, merke ich schon, dass ich immer nach wie vor noch einen Säureausstoß, also dass ich diesen Reflux habe, dass ich die Säure dann hochkommt. Ich merke es auch, wenn ich Schokolade esse, ne, Sugar, oder auch Milch trinke. Also ich merke schon ganz stark, dass wenn ich auf diese Produkte verzichte, ich das Thema nicht habe, ne? Ja, und das hat wiederum dazu geführt, dass ich in meinem Register einbüßen musste, also jahrelang im Grunde genommen durch die Dysphonie, durch diesen Reflux hat es extrem lange gedauert, bis ich wieder mein Register erweitern konnte. Sehr viele Jahre war mein Register auch wieder kürzer. Es gab Zeiten, da konnte ich nicht übers F hinaussingen oder übers G hinaussingen. Jetzt konnte ich doch ein bisschen höher aussingen. Und das pendelte dann über die ganzen Jahre hinweg. Und es war sehr strapaziös. Meine Stimme hat also durchaus vieles durchhalten müssen. Und ja, das ist meine Geschichte. Jetzt nicht ganz so kurz und knapp, also doch schon ein bisschen länger. Storytime-Video halt. Mich kann hier jedem wirklich nur nahelegen, dass ihr euch da echt sensibilisiert auf eure Stimme. Das ist extrem wichtig. Sensibilisierbar. Das Video konnte irgendwie dieser ganzen Problematik nicht gerecht werden, weil es war eigentlich echt schlimmer. Ich habe es jetzt so sachlich irgendwie alles runtergebrochen, aber de facto es war eigentlich viel schlimmer, weil wenn man als Sänger oder auch Gesangslehrer selber dann Probleme mit der Stimme hat, durch Säure oder dadurch, dass eine Stimmband asymmetrisch ist, sage ich jetzt mal. Also wo ich im August noch im Ausland war, habe ich mir reingucken lassen in die Stimmbänder und dort haben sie mir gesagt, dass ein Stimmband entzündet ist und ich dachte so, ja. Also mittlerweile, ich gehe natürlich nicht jeden Tag auf die Bühne und spiele 2 Stunden, deswegen ist es für mich nicht mehr so relevant, wie es früher mal war. Aber ich achte trotzdem schon irgendwie drauf, gerade mit meinen Schülern, weil ich möchte natürlich nicht den Eindruck machen, dass ich durch meine Gesangstechniken das Problem habe, sondern manchmal kann es eben sein, dass es eben andere Probleme sind, ne? Wie jetzt eben den Säureausstoß.
ja, die Säure regelmäßig, wenn man jetzt ein Problem hat, so wie ich, mit dem Säureausstoß, dann kann das wirklich sehr problematisch werden. Man kann also an Register verlieren, man kann an Umfang verlieren. Die Säure frisst sich durch die erste Schicht der Stimmbänder durch. Das ist tatsächlich so, die frisst sich dadurch. Und ja, man muss da mit Medikamenten arbeiten, man muss da mit einer bestimmten Diät arbeiten. Man muss echt gucken, dass man im Schlaf auch anders liegt und dem auch echt entgegenwirkt. Natürlich gibt es jetzt so viel zu sagen, was ich nicht gesagt habe, weil sonst ist das Video einfach extrem lang. Deswegen machen wir jetzt mal Stopp hier an der Stelle und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen über ein Abonnement und wenn ihr jetzt die nachfolgenden Videos schaut. Ich bin auch auf Instagram mit meinen Schülern. Hashtag starke Stimme, Hashtag wir sind die Seegurken, die singenden Seegurken und ich freue mich auf euch in meinem nächsten Video. So, liebe Grüße aus Singapur und bis bald.